Und das Engelke-Ding ist erstmal weg von Tottenham. Muss nichts heißen, muss nichts heißen. Es kann gleich sein, dass das gleich mit dem Angebot endet. Serge Aurier von Marseille zu Porto, 18,5 Mille für den 23-jährigen Rechtsverteidiger, der eine 80 zu haben scheint. Den sehen wir jetzt auch für die Elfenbeinküste bei der WM. Also wenn er zumindest, ich weiß nicht, ob der da Stamm spielt. Ich habe ihn jetzt nur letztens gezogen für das Add-on im FIFA Ultimate Team. Da habe ich das gesehen. So, ich glaube, wir klettern noch ein bisschen. Geht auf die 16. Also genau wie das jetzt vor kurzem, als wir diese Negativphase hatten, immer einen Schritt runterging. So stetig langsam steigt das Vertrauen jetzt wieder. Ich bin froh, dass es steigt, ne? Dass wir diese Phase überstanden haben, war wichtig. Das war wirklich wichtig. Und es ist wieder eine doppelte Woche. Aber nicht Europa und Bundesliga, sondern zweimal. Nämlich dann erst den ersten FC Köln auswärts. Und dann haben wir Lautern. Also der Kevin Zuber, der ja mit war. Jetzt schön, dass wir wieder da sind in Köln. Also die gehören einfach in die Bundesliga. Kann mich noch damals erinnern an diese tollen Duelle mit Bayern. Das war Anfang der 90er Jahre mit Christoph Daum als Trainer. Und ja, in Köln bin ich ja dann wahrscheinlich im August auch. Nämlich bei der Gamescom, um mal gerade wieder schön den Bogen zu spannen. Hier ins Let's Play. Und mal schauen, vielleicht machen wir da ja mal irgendwas. Der Barney müsste auch mit sein, Badeschlappen. Glaube auch, dass der hochkommt. Und eventuell da mal nachhören, reinhören. Ob wir da irgendwas rausgeben an Infos. Weil so lange ist es ja gar nicht mehr. Das müsste Mitte August sein. Die letzte Ferienwoche meine ich sogar. Also hier für Nordrhein-Westfalen. Dann stimmen wir uns einfach mal ab, würde ich sagen. Dortmund gegen Bremen. Tabellenplatz 1 gegen Tabellenplatz 6. Topst auf dem Feld Dennis Diekmeyer, Ex-Hamburg. Ja, mir ist aufgefallen, der wechselt oft nach Dortmund. Ich glaube damals mit Nürnberg im Spielstand ist der da auch gewesen. Und ja, früher auch, ne, wenn ich hier privat gespielt habe, ist ja ewig her, dass ich es gemacht habe. Mittlerweile habe ich einfach nicht mehr die Zeit dafür. Würde es aber auch nicht machen wollen, weil es macht mir einfach so viel Spaß, hier im Let's Play das zu spielen. Ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, hier einen privaten Spielstand nochmal zu eröffnen, ich würde trotzdem irgendwie mal quatschen, obwohl ich kein Mikrofon da habe. Und würde versuchen, das Ganze zu kommentieren, was da passiert. Bayern, Tabellenplatz 4 gegen Stuttgart, die auf der 7 sind. Götze darf nicht mitmachen, oder kann nicht, weil er verletzt ist. Und dann haben wir noch Hamburg gegen Schalke. Das Duell zweier Mannschaften, die ja vom Selbstverständnis her ganz gerne um die Meisterschaft mitspielen möchten. Bei Schalke sieht es momentan einfach viel besser aus. Die sind auf Platz 2, Hamburg nur 12. Und da darf man gespannt sein, wie es weitergeht. René Adler immer noch Hamburger. Und der ist sogar der Stärkste da auf dem Platz. Und wir eben jetzt gegen Köln. Das Spiel gab es noch nicht. Weil anscheinend, wo wir in der zweiten Liga unterwegs waren, sind die Erstligist gewesen. Sind dann anscheinend abgestiegen und wir auf. Anders geht's ja gar nicht, ne? Sonst hätten wir gegen die gespielt. Da haben wir die Mannschaft. Ja, die sich eigentlich ganz gut hier präsentiert. Zumindest vorne. Das ist sehr, sehr positiv. Der Matuschka hat eine 15er Form. Jochen Seitz 15, Timo hat eine 16, hat eine 84. Und ein bisschen müde sind wir. Insgesamt. Was die Abwehren angeht. Junge Engel, Kesirre. Dominik Jordan mit einer 9er Form. Der Steffen Lang fehlt immer noch. Toljan hat einen 10er. Aber ich will den Jordan eigentlich da stehen lassen. Das war ja ein bisschen blöd jetzt gewesen, dass der raus musste aufgrund der gelben Karte. Hätte ich, wie gesagt, mir auch schenken können, weil nachher hatte ja, na gut, der Toljan auch eine gelbe. Das ist ja der erste Mann, der im Prinzip den Steffen Lang ersetzen soll, was auch immer passiert. Deswegen, warum also dann jetzt davon abweichen? Und Toljan ist ja eigentlich auch eher links für zuständig, dann für Anthony Jung zu spielen. Vasiljevic hat eine super Form. Also ich denke mal, dann wird es jetzt für ihn an der Zeit sein, dass er mal reinkommt. Wir hatten ja Strodig das jetzt zugestanden in dieser Partie. Und hier fehlt sogar einer, ne? Wir müssen mal einen Innenverteidiger mitnehmen. Wir haben Sama, wir haben Kempf. Da ist Kempf eindeutig besser. Elferform bei Kempf, 75. 74 bei Sirre. Dann können wir das nutzen, um dem mal ein bisschen Zeit zu geben hier. Also wir wollen es ja nur stückweise ersetzen. Also nicht diese große Rotation, weil es ist ja mal für die Teamdynamik ein bisschen bescheuert. Dann ist es, glaube ich, heute die einzige Wechselmöglichkeit. Kimmich, 14er Form, bleibt natürlich dann auch stehen. Also der hat es auch genutzt jetzt wieder. Coca-Cola bei den Banden. Ne? Mach doch mal ein bisschen mehr. Ich muss die doch mal voll bekommen hier. So, jetzt haben sie 9. Toll, ja. Lassen wir jetzt mal weg. Die wollen zum Verrecken, wollen die nicht. Die wollen nicht, ey. Die 4 Jahre, Mensch. Ich meine, ich kann sie verstehen, würde ich auch so machen.
Aber ich tue mich da einfach schwer, deswegen nicht dann zu unterschreiben. 3 Jahre geht ja halt noch. 342 ist ein bisschen gefallen, entgegen der 344. Oh Gott, ja, die 2 Punkte. Das sieht immer so bedrohlich aus, wenn hier so ein Pfeil runtergeht. Trainierst sensationell körperlich stärker werden. Müssen wir bei dem, glaube ich, nicht sagen, der hat es. Dann lieber noch ein Lob da reinknallen. Dann haben wir Kempf. Der, da können wir es, glaube ich, sagen, dass der körperlich stärker werden soll. Das funktioniert auch. Dominik Jordan, defensives, stabiles Team. Was wir zurzeit ja nicht haben. Das hat in den ersten Spielen so ausgesehen. Kein Gegentor gegen Bayern. 1 gegen Stuttgart und keins gegen Leverkusen. Und ja, dann haben wir 3 kassiert gegen Neapel, jetzt 2 gegen Nürnberg. Also ein Trend ist da nicht wegzudiskutieren. Jordan, körperlich stärker werden. Dann reicht es erstmal. 2. Mannschaft, vielleicht noch 1 oder 2. Legt Wert auf Gespräche, körperlich stärker werden. Denis Jormas. Hast Fitnesstraining, schön. Also das heißt, wenn es erfüllt ist, machen wir keins. Finde ich ja super. Gib im Training alles. Kommt sehr gut an. Es ist nicht schlimm, solange das hier Minus ist, wenn wir trotzdem gewinnen. Das ist es. Hatte ich das hier angepasst? Nee. Stimmt, ich hatte die ganze Zeit es vergessen, wirklich hier nachzulegen. Das geht so rasend bei dem. Rechter Verteidiger nehme ich mal weg, weil das wirft den momentan nur durcheinander. Der soll sich auf die linke Seite konzentrieren. Wenn, dann halt eher noch hier dieses linke Mittelfeld. Weil da kann er mit seinem linken Fuß dann noch mitmachen. Also wenn der jetzt auf der rechten Verteidigerposition stehen würde, muss nicht unbedingt sein. Was haben wir denn noch hier? Schnelligkeit nehme ich auch mal noch mit bei. So. Sven Schiffner. Also wir bleiben dran. Wir gucken uns das ganz genau an, was die machen, die Jungs. Und dann kann das auch mal passieren. 5 Spiele gesperrt. Videobeweis. Leck doch die Ziege. 5 Spiele ist natürlich hart. Da werden wir das nicht akzeptieren, weil das kann im Prinzip nur besser werden. Was haben die denn gemacht? 2 Spiele gesperrt, das kann ich dann noch eher akzeptieren. Weil wenn es eine Grätsche war und rot geahndet wird, dann ist es eigentlich minimal, 2 Spiele. Deswegen das akzeptieren war. Wenn jetzt noch, ich hatte es gerade gesagt, wenn noch einer kommt, dann falle ich hier vom Glauben ab. Also 3-mal rot in einem Spiel, das wäre dann schon zu viel gewesen. Es ist natürlich dann umso toller, dass sie das Spiel gewonnen haben. Meine Güte, Mirko Bender. Verteidiger 56, der ist, ich hatte jetzt gedacht, es wird ein bisschen mehr werden hier. Als 3,5. Fähigkeit 60 mit 15. Den werden wir natürlich mitnehmen. Und das gibt dann gleich auch den neuen Jugendspieler, den nächsten, der von der Liste kommt. So, damit die Verletzung, 10 Tage noch. Meuselwitz, wir haben es gesehen, Dragesa war der Beste. Wir gucken trotzdem mal kurz auf die Noten. Oh Mensch, ey, hört doch auf, der Fran hat nicht mal eine Note bekommen hier. 20. Ja, danach gibt es ja erst dann die ersten Zwischennoten. Die gewinnen das Spiel auswärts. Über eine Halbzeit lang mit 9 Mann gegen 11. Mit 1-0. Da haben sie schon geführt. Also sie haben das dann wirklich ermauert. Luis Lindenberger mit dem Tor. Mit einer Chance. Also das siehst du, glaube ich, auch nicht oft. Gott sei Dank hat der Regesa so einen super Tag gehabt. An der Stelle echt mal Lob an unseren Torwart. Vorlage von Weber. Mats Schumann ganz ordentlich gespielt mit einer 2. Also ihr seht es, ne? Wenn du mal unten einen rausziehst, ist überhaupt kein Problem. Dann kommt eben der nächste junge Wilde und macht es dann genauso gut. Mannschaft der Woche. Wir müssen natürlich einen guten Timo noch. Naja, lass ich jetzt, weil das würde wieder noch ein Gespräch wegnehmen. Ich weiß nämlich nicht, wie viel wir haben. Der ist sowieso schon auf Moral plus 2. Das ist der Form von 16. Da braucht man das nicht unbedingt zu machen. Wenn es jetzt irgendwas von der Moral von hellgrün auf grün pushen könnte, dann ja. Aber hier auf euphorisch zu gehen, das ist, glaube ich, nicht so weit. Oder ist weit entfernt, glaube ich. Der hat sowieso eine 84, was will ich denn mehr? Ja, es geht in die Trainingsziele. Das war anscheinend eine sehr produktive Woche. Ihr seht es auch hier. 2 Stück hat er gemacht. Manndeckung. Kann ich im Prinzip mal rausschmeißen, weil wir brauchen das nicht. Wir machen keine Manndeckung oder kaum. Das kann auch mal raus. Dann lieber die wichtigen Sachen. Er ist super schnell. Machen wir mal rein. Dann kommt er ungefähr auch auf den Antritt, auf den Wert, auf 86. Dann bin ich happy damit. Grätsche. Zweikampf. Flanken. Also ich mag einfach diesen Typen. Der ist zwar schon 24, aber wir haben ihn immer drin gelassen. Und der hat uns nie enttäuscht, wirklich. Der war auch schon in der 3. Liga, in der 2. Liga, immer bei den Notenbesten dabei gewesen. Und hat ja auch seine Talentaufwertung bekommen. Der hat ja am Anfang, glaube ich, nur 3. Oder sogar 2,5, ich habe keine Ahnung. Aber 3 auf jeden Fall. Ist ein ganz wichtiger. Und es kann ja auch irgendwann passieren, was hat denn der für eine... Ja, 4 von 10. Es kann ja auch passieren, dass der demnächst dann Kapitän werden sollte, könnte. Je nachdem. Schnelligkeit bei Stendera.
Ansonsten Beweglichkeit, was haben wir denn noch hier? Schusskraft. Sollte der mal vorne auftauchen, kann man das ruhig mal reinnehmen. Dass da eben nicht nur so ein Rollerchen mal rauskommt. Schnelligkeit, Dribbling können wir mal hochziehen. Kurzer Pass ist super, 85. Lange Pässe, 79. Ja, natürlich, ne? Ich hab's ja gesagt, der Matuschka ist eben dann nur in solchen wichtigen Spielen dann die erste Ansprechadresse. Ansonsten machen wir das genauso wie in den ersten Wochen, auch in der Vorbereitung. Wir lassen uns nicht beirren. Also der Kurs soll so weitergehen. Avdiçay und Stendera, die wirklich da im Konkurrenzkampf für die Position. Und Matuschka ist eben der Feuerwehrmann. Und das war eben mal so ein Spiel, wo du ihn bringen kannst gegen Nürnberg zu Hause. Und ich glaube, es war wirklich richtig. Kann man vorher nicht wissen, dass da wirklich die Leute vom Platz runterfliegen. Aber Gott sei Dank war er am Platz, weil dann konnte er das nämlich mit seiner ruhigen Art dann auf Kurs bringen. Den Jungs sagen, was zu tun ist. So, ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen. Wir gehen mal in die erste Mannschaft. Ich sollte nämlich mal gucken, wie hier bei den Jungs momentan die, kann man das hier irgendwie gucken, die Erfahrung ist. Hier haben wir das. Da haben wir die Erfahrung, können wir jetzt schön sehen. Also sehr erfahren ist zum Beispiel jemand wie Fabio Coltuati mit einer 5 oder Thorsten Matuschka. Sonst haben wir sehr viel 2. 2 ist im Prinzip das Höchste, was danach kommt. Und der, ich glaube, der Erste, der eine 3 bekommt, ne, das ist dann der nächste Captain. Irgendwo in der Richtung. Das kann natürlich auch sein, dass das hier mit zusammenhängt. Hier bei der Teamdynamik, ihr wisst, was ich meine. Die Hierarchie. Dass es hier nach gekoppelt ist, nach diesen Erfahrungsdingern. Mal schauen, wenn hier einer 3 erreichen sollte, wann, wer ist denn der Nächste hier? Wer ist denn hier der Nächste? 380, dauert noch. Also 750 der Yusuf, 592, 505 Steffen Lang. Die kämen als Nächste, glaube ich, dahin. Oder haben wir noch einen, der mehr hat? 475 der Anthony. Hier, der Volland, 679. Also das wird wahrscheinlich dann der Erste sein, wenn der sich nicht verletzt, jetzt demnächst. Der auf die 3 kommt. Dann bin ich immer gespannt, ob er da auftaucht. Ich glaube, irgendwo müsste es so sein, dass es da gekoppelt ist. Sonst wird es ja Quatsch sein. So, ein paar Spielerchen. Khedira, großer Name. Wir wollen uns aber den kleinen Bruder von Sami angucken. Rani Khedira, der in Paderborn spielt. Mit einer Fähigkeit 68, Grundstärke 67. Und ja, ist erst 22. Ich glaube aber, dass Paderborn Drittligist ist. Und da kommt natürlich auch nicht die große Entwicklung jetzt noch dabei. Der ist so ein bisschen am Scheideweg. Ne, Talent ist da. Und ich denke mal auch, dass der Stamm spielt. Aber ich denke mal, der müsste gegen stärkere Gegner ran. Dass es wirklich dann für ihn nachhaltig was bringt. Daniel Oparé, der beim FC Fulham spielt, der hat auch mal kurz für Real Madrid die Schuhe geschnürt. Hier. Damals von Sfaxien, das wird wahrscheinlich aus der Heimat sein, aus Ghana, ein Verein. Die haben den damals für 400.000 geholt. Damals wussten sie auch schon, ist ein schneller Spieler, der sich auf kurz oder lang, eben aufgrund der Position, da als neuer Roberto Carlos herausstellen könnte. Das hat sich dann aber letztendlich dann zerschlagen. Und hier in unserem Let's Play bei Fulham, vorher bei Standard Lüttich gewesen. Aber ich glaube, der ist wirklich bei Fulham, weil es ist 2012. Und die haben ja 2012 angefangen, ne? Dann müsste das eigentlich passen. Ja, ich habe einen Kommentar gelesen, wo es darum ging, ich sollte mal die Entwicklung der kompletten Nationalspieler mir angucken. Es war mir aber jetzt ein bisschen viel. Ganz am Anfang, deswegen habe ich mal so Schlüsselspieler mal rausgenommen. Lukas Podolski zum Beispiel. Der, ich habe gerade schon gedacht, hat Karriere beendet? Nee. Aber schaut euch das mal an. Also so einen Abschluss habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie lange der nicht mehr spielt. 30.06.16. 35 Spiele nur für Arsenal gemacht. Also der sitzt jetzt rum, ungefähr 3 Monate. Aber was hat der vorher auch schon an Stärke eingebüßt? Meine Fresse, also stellt euch mal vor, ich hol den jetzt ran. Mit 31. Ist ein erfahrener Mann. Aber da ist ja jeder aus der Jugend besser. Mit 16. Als Lukas Podolski 2016. Meine Güte. Mann. Also ihr könnt ja mal reinschreiben, ob euch schon mal sowas passiert ist. Das ist wirklich so ein, man muss ja sagen, Weltklasse-Spieler. Nach 4 Jahren, die diese Datenbank jetzt ja läuft, so einen Absturz hatte. Das ist ja nicht, weil der verletzt ist oder sonst irgendwas. Der hat einfach nur noch Fähigkeit 59. Ist einfach so, ne? Grundstärke 61 mit der Erfahrung dabei.
Mann, Mann, Mann. Ich bin gerade so ein bisschen schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir gucken uns noch Reus an. Einfach weil es sich ergibt, weil der sich natürlich jetzt leider Gottes verletzt hat für die Nationalmannschaft. Darf da nicht mehr zur WM fahren, deswegen würdigen wir ihn zumindest hier im Let's Play mal. Gucken uns seine Entwicklung an bei Borussia Dortmund. Links außen ist die stärkste Position, kann aber auch linkes Mittelfeld, offensives Mittelfeld, rechts außen. Meine Fresse, ja, sehr flexibel einfach. Tolle Charakterwerte. Tja, der ist 27, Erfahrung bald plus 2. Und für Dortmund immer noch ein wichtiger Mann. 4 Spiele, ich weiß, ja doch, da hat er alle Spiele gemacht, wir sind ja erst bei 4. Und hat da ein Tor geschossen. Saison bei der Note 3,21. Das ist nicht so gut, aber ich glaube, das liegt insgesamt an der Leistung, die Dortmund abgeliefert hat bis jetzt. War mir nicht so berauschend. Da geht's bei Schalke schon deutlich besser zurzeit. Jetzt muss ich gucken, wie viel es davon gibt. Sergio Araujo. Ehemals Barcelona, zweite Mannschaft. Und da finden wir ihn zumindest jetzt schon mal nicht. Vielleicht hier unten. Ich weiß aber nicht, wie der jetzt genau heißt. Ob das jetzt einer von denen ist, ne? Das ist dieses, oder gibt es den gar nicht? Kann natürlich sein, wenn wir, ja, möglicherweise, wenn wir die, das ist nämlich, glaube ich, ein Offensivmann. Ilan, was ist das? Nee, das ist was anderes. Wenn wir die italienische, nicht die italienische, meine Güte. Ganz ruhig, alles okay. Nee, ich meine natürlich die argentinische Liga. Wenn wir die nicht simuliert haben, was der Fall ist, und der bei einem Verein spielt, was ich auch glaube, der nicht zu den Top 8 gehört, dann gibt es den hier nicht im Let's Play. Leider Gottes. Ich meine, damals mit Nürnberg hätten wir den gehabt. Aber da hatte ich viel mehr Ligen simuliert. Da hatte ich an dieser Ligenbegrenzung rumgefuhrwerkt, das ich jetzt nicht gemacht habe, weil ich einfach ein stabiles Spiel wollte. Ne? Gegen Ende war es ja dann so, bei dem Nürnberg-Spielstand, wo wir nachher bei Everton waren, bei Hamburg, da habe ich wirklich jedes Spiel gezittert, dass mir das Ding nicht abschmiert. Das wollte ich vermeiden, deswegen habe ich dann hier das Ganze normal gelassen. Und ja, aufgrund dessen Argentinien nicht mitgenommen und deswegen gibt es den hier nicht. Ist schade, weil es ist wirklich ein klasse Mann. Ich kenne ihn noch aus FIFA, aus Empfehlung von euch. Aber kann man nicht ändern. Ist ja nicht der erste, der nicht auftaucht, ne? Deswegen. Privater Bereich. Wir gehen nochmal Golf spielen. Immer noch 18. Das dauert ewig, bis es mal besser wird. Die ist noch glücklich. Neue Bude haben wir zuletzt auch erst gekauft, neues Auto doppelt. Da war ich anscheinend noch besoffen, als ich das gemacht habe. Also da ist alles bestens. Die Mannschaft hatten wir auch eingestellt danach. Kaiserslautern zu Hause. Vielleicht gucken wir bei dem Spiel. Weil ihr habt gesehen, die sind komplett verunsichert. Vielleicht gucken wir bei dem Spiel mal nach, ob wir da eventuell eine größere Heerschar an Spielern mal auf die Bank setzen, beziehungsweise auf die Tribüne. Und vielleicht mit einer B11 spielen, die dann so gerade das 20er Durchschnittsalter reißt, möglicherweise. Aber jetzt gegen Köln auswärts will ich da nicht viel riskieren, weil das ist der beste Aufsteiger von denen bis jetzt. Die haben sich was vorgenommen. Ansonsten von der Auswechselbank, den derer, ne, der ist mir einfach Avdija momentan lieber, ne. Die Moral ist besser, die Form ist besser und die Stärke logischerweise in dem Moment auch. Gucken wir mal auf die Taktik. Wie wir das denn jetzt machen? Also im Prinzip spricht ja nichts dagegen, genauso offensiv reinzugehen. Ja, so ein Tausender, ich habe mir da so mal so eine kleine Liste gemacht, so imaginär im Hinterkopf, wie ich hier die Siegprämien staffeln möchte. Gegen solche Gegner, gegen Aufsteiger. Ob das jetzt auswärts ist, zu Hause ist in dem Sinne nicht relevant, aber trotzdem, ich werde diese Siegprämien immer geben. Also das bringt einfach was. Immer so einen Ansporn da reinzuhauen. Und gerade bei den Partien, wo du eben das schon oft erlebt hast in der Vergangenheit, dass die dir dann wirklich Punkte kosten, will ich vermeiden. Weil jetzt sind wir oben dran. Jetzt haben wir 4 Spiele, 12 Punkte. Bester Bundesliga-Start bis jetzt, ne? Dritte Saison für uns. Und das kann was werden. Das kann wirklich was werden. Wir haben die Bayern hinter uns. Wir haben Dortmund hinter uns, Schalke ist noch vor uns gewesen. Deswegen, also wenn nicht jetzt, wann dann, könnte man jetzt sagen. Die Mannschaft des ersten FC Köln, die haben hier Dennis Feldmann ist ein Russe, der bei Terek Grosny gespielt hat vorher. Ich weiß jetzt nicht, wo der herkommt, ob das irgendwo ein deutschstämmiger ist, aber hat zumindest hier die nicht Nationalität als zweite. Klingt auf jeden Fall sehr deutsch, der Name. Ein wenig zumindest. Mato Jajalo, offensive Mittelfeld. Dann haben wir Patrick Helmes, den Ex-Siegener, der ja bei meinen Sportfreunden gespielt hat, da groß wurde. Dann nach Köln gegangen ist. Ja, und jetzt hat sich der Kreis so ein bisschen geschlossen. Ist er wieder zurück aus Wolfsburg. Dann haben wir hier Maxi Thiel. Haben die den. Na, kommt aus Burghausen. Da haben sie 50.000 bezahlt. Mittlerweile 1,7 Millionen wert. Das hat sich super gelohnt für Köln.
auf den zu setzen. Yannick Gerhardt, der spielt hinten links in der Verteidigung. Bei dem habe ich gelesen, dass der wahrscheinlich nach, wo war der denn jetzt? Benfica Lissabon nach Portugal gehen könnte. Aber ich denke mal, so doof ist der Köln noch nicht, ne? Dass sie hier so ein Eigengewächs, dass sie den gehen lassen. Also ich denke mal schon, dass es irgendwie, ich weiß da nicht, ob der jetzt wirklich da Stamm gespielt hat in der vergangenen Saison. Ich glaube das aber. Jeromel, Niklas Stark in der Innenverteidigung und dann haben sie hinten im Tor Per Morten Christiansen mit einer 66. Das könnten Schwachpunkt sein. Und die Innenverteidigung mit Polanski und Daniel Amatei. Ein Spieler, der zurzeit auch bei Leipzig, es ist eigentlich schon ein paar Wochen jetzt, dass das sich hält, dieses Gerücht, dass der eventuell verpflichtet werden könnte für RB. Aber Verzug gibt es anscheinend noch keinen. Da gucke ich jetzt auch immer ein bisschen drauf über die Sommermonate, was da so passiert mit Gerüchten und bei Bedarf gucken wir uns das an und wenn es sich einfach ergibt. Jetzt gegen Köln haben wir das erledigt. Wir machen wieder keine Manndeckung. Versuchen das so. Spielen ein bisschen, ja, vielleicht dieses Kurzpassspiel eher machen. Ne? Das war auch ein Tipp, den mir die Zockerbude gemacht hat, geschrieben hat. Dass man vielleicht das Kurzpassspiel wieder eher fördert. Aber auch vielleicht ein bisschen eher, na, 45% ist glaube ich schon in Ordnung. Machen wir hier auf 40 oder 35. Und den Einsatz lassen wir auch genau so. Wir gehen nicht ganz so hoch, 50%, aber Pressing lasse ich stehen auf 65. Und dann, ja, denke ich einfach schon, dass wir auch in Köln eine gute Möglichkeit haben sollten, das Spiel zu gewinnen. So, an euch wirklich der Dank für Zugucken in dieser Folge. Was ist es mittlerweile? 400 noch was? 412 oder so? Und ja, ich habe nicht vor, das in nächster Zeit irgendwo zu beenden. Wenn ihr Bock habt, genauso wie ich momentan, dann werden wir, glaube ich, noch einige schöne Monate haben mit RB Leipzig, mit unserem Kindergarten. Ihr seht das Durchschnittsalter, was wir hier haben. Und das macht einfach so viel Spaß. Und jetzt spielen wir in Köln. Bis denne.